Historische Augusttage des Jahres 1961. Die Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee handeln getreu ihrem Schwur. Söhne deutscher Arbeiter und Bauern sichern die Staatsgrenze in Berlin. Und jeder gepanzerte Wagen ist ein Stück unserer Macht. Aufgefahren zum Schutze des Friedens. Die gewohnt sind, ihre Hände zu gebrauchen, um den Reichtum des Volkes zu mehren, wissen auch die Waffen zu handhaben. Und dafür wird gedankt. Der eiserne Riegel bringt Abenteurer und Hasardeure zur Raison. So wuchs der antifaschistische Schutzwall. Und hinter dem Wall die lebendige Mauer. In diesem Grenzabschnitt war ein gewisser Klein eingesetzt, der Gruppenführer dieser Soldaten. Doch der Feind hat ihn weich gemacht. Er wurde zum Verräter. Der Linke da, das ist er. An seiner Seite seinesgleichen. Was sie den westdeutschen Fernsehzuschauern zu sagen hatten, hörte sich so an. Einander trauen, war das so? Das Verhältnis untereinander war sehr schlecht, denn man konnte keinem mehr trauen. Bei uns in der Kompanie war es so, wo wir reingekommen sind von der Grenze draußen, und sind vielleicht drin gekommen zum Kompaniechef, und da hat er uns schon wieder einen Verweis gegeben oder Bestrafung, weil da war vorneweg schon wieder einer drin gewesen, der uns verraten hat und so weiter. Das Vertrauen war sehr schlecht. Welchen Eindruck hatten Sie zum Arbeiter? Was meinte er zu Ihnen, zu den jungen Soldaten der Grenzpolizei? Also ich hatte immer den Eindruck, als wenn man als Mensch zweiter Klasse behandelt wird. Man wurde einfach nicht beachtet und wurde übergangen. Haben Sie mal mit den Arbeitern gesprochen? Haben Sie mit ihnen diskutiert? Haben Sie sie gefragt, warum tragt er die Uniform? Ich habe mich auf solche Diskussionen meistens gar nicht eingelassen. Sie sind ihnen aus dem Weg gegangen? Ja. Aber es waren doch eigentlich Ihre Arbeiter und Bauern, die Sie zu verteidigen hatten. Ja, die waren uns auch nicht wohlgesinnt. Sie waren ihnen nicht wohlgesinnt. Hat das letzten Endes auch dazu geführt, dass Sie Ihren Staat verlassen haben? Ein ironisches Ja. Aber der Wahn ist kurz, die Reue wird lang. Wer seiner Klasse Treue schwört, doch diese Treue bricht, den richtet die Klasse. Sein Weg begann hier. Er hörte auf das, was der Feind sagte. Er ließ sich von den Fassaden blenden. Er suchte das Abenteuer. Und er las, was der Feind schrieb. All das geschah, als er noch kein Soldat gewesen. Später sah es so um ihn aus. Mehr als die Hälfte seines Gehaltes ließ er dort. Auch am Tage der Flucht zog es ihn dorthin. Dann führte sein Weg ihn ins Verderben. Er verriet nicht nur die Klasse, er kämpfte gegen sie und hetzte zum Krieg. Als er noch zur Schule ging, saßen Burjanek und seine Bande auf der Anklagebank. Einige lumpige Groschen wegen bereiteten sie Mord und Terror vor. Er hätte ihr Opfer werden können.
Nun steht er selbst vor den Schranken des Gerichts. Einer ihresgleichen. Angeklagt der schweren Spionage, der Fahnenflucht und der Abwerbung. Das waren seine Genossen. Er gefährdete ihr Leben, denn der Feind animierte ihn zum Mörder. 6 Grenzdurchbrüche gab es in diesem Abschnitt. Eine Folge des Verrats. Und der Lohn für den Judas? 5x20 Westmark. Wer in diesen Häusern wohnen will, muss das Doppelte an Miete zahlen. Oder er haust so. Fünfmal 20 Westmark. Das ist ein Bruchteil des Einsatzes an einer Scheibe, die weder reich noch glücklich macht. Das ist ein Handgeld für jene, die sich vor Hunger und Kälte auf ihren Dächern krümmen. Und das zahlt man im Bonner Staat für die zur Ware gemachten Frau. Kaufte sich denen, die dabei sind, ein neues Morden vorzubereiten. Das drucken westdeutsche Illustrierte. Aber sie drucken nicht, dass diese Boote von Nazi-Admiralen kommandiert werden. Ihre Namen? Rogge und Ruge. Unter Hitler? Piraten auf allen Meeren der Welt. Sie drucken nicht, dass der Befehlshaber dieser eisernen Särge ein Henker ist. Sein Name? Speidel. Unter Hitler? Organisator des Königsmordes von Marseille und Taktiker der verbrannten Erde. Dieser untergehenden Welt glaubte der Verräter. Er kehrte dem Staat der Arbeiter und Bauern den Rücken, den er nie geachtet, doch stets genutzt. Und er war ein Heuchler, ein Mensch ohne Gefühl und Gewissen. Dass sie eine seiner 6 Geliebten war, musste ihr erst gesagt werden. Was sie nicht fassen konnte, bestätigte er. So trieb er sie zur Verzweiflung, der er Monate zuvor den Weg in den Westen freimachen wollte. Die entscheidende Ursache seiner Flucht war der Zweifel an dem unausbleiblichen Sieg des Sozialismus in ganz Deutschland. Ihn interessierte nie die Politik. Der Feind hat mit ihm Politik gemacht. Ihm war alles gleich. Die Genossen denken darüber anders. Der Feind hat ihn ausgepresst. Aus Dieter Klein wurde der Verräter Nummer 64. Er heißt wieder Klein. Aber im Namen des Volkes heißt es auch 15 Jahre Zuchthaus. Ein hartes, doch gerechtes Urteil. Wer dem Feind hilft, endet so.